Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit geht's rein ins neue Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 108 und kommen auf den katastrophalen Behemoth zu sprechen. Das gigantische Biest des Demon Realms, also der Dämonenwelt, ist in den letzten Kapiteln enthüllt worden. Das wurde erweckt durch ein Szenario, durch ein Geschehen. Hier haben wir einiges an Erklärungen bekommen. Das Kapitel ist gewaltig. Wir kommen natürlich wie immer auf alles zu sprechen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Four Nights of Apocalypse verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner katastrophalen Review. Das Kapitel beginnt mit Zeldris, der Four Nights-Truppe die Auswirkungen des Behemoths zeigen und erklären will. Der Behemoth wird ebenfalls als Lunisolarbestie betitelt, welches eigentlich friedlicher Natur ist und alle Kreaturen der Dämonenwelt profitieren von seiner Lebenskraft. Doch sollte der Behemoth etwas Ungewöhnliches spüren, so wird er wütend und entzieht den Lebewesen des Demon Realms ihre Lebenskraft wieder. Also sobald er aufwacht, ist er halt das böse Monster und das Ganze, wovon die Dämonen profitieren, äußert sich dann eben im Gegenteil und er entzieht denen die Lebenskraft wieder. Er ist quasi so der Vitalpunkt des Demon Realms, würde ich sagen. Narsiens kehrt zur Gruppe zurück und schweigt vor sich hin. Er ist immer noch enttäuscht von Percival, dass er nicht auf ihn hören wollte in Bezug auf Rosebank, den Percival vor einigen Kapiteln ja geheilt hatte. Und Narsiens hat hier in dem Kapitel schon sehr suspekte Vibes, muss man schon definitiv sagen. Ich weiß nicht, was Nakaba mit dem vorhat, aber das wirkt sehr so auf mich, als würde er überhaupt gar nicht mehr auf Percival klarkommen, als wäre sein Vertrauen wirklich sehr mies gebrochen worden. Und man kann natürlich verstehen, dass im Endeffekt Narsien schon recht hatte. Das habe ich ja auch in den letzten Reviews schon angesprochen, dass Percival in diesen Situationen oft naiv rüberkommt. Auf der anderen Seite ein bisschen melodramatisch für meinen Geschmack, aber mal gucken, wie sich das noch weiter äußern wird. Donny fragt sich, ob sie das Tor auf dem Behemoth erreichen könnten, aber Shion meint, solange Tristan bei ihnen ist, haben sie nichts zu befürchten, da er durch seine Goddess-Clan-Fähigkeiten auch das Miasma für die anderen unwirksam machte, wie wir am Anfang von dem Arc hier gesehen haben. Der Spell hält allerdings nur für 6 Stunden, das wird hier nicht mehr weiter thematisiert. Ich denke mal, dass Tristan die 6 Stunden auch einfach verlängern kann, indem er den Spell dann nochmal macht, aber da wird nicht weiter drauf eingegangen. Zeldris meint aber, dass der Behemoth eine gewaltige negative Energie freilässt, die viel schlimmer ist als das Miasma des Demon Realms, was ja auch logisch ist. Das Miasma hält ja quasi alle anderen Lebewesen außerhalb des Demon Realms ab, in den Demon Realm einzudringen, oder die leiden darunter, sag ich mal, und die negative Energie des Behemoths sorgt dafür, dass sogar die Leute innerhalb des Demon Realms, also die Bewohner, die Lebewesen, Flora und Fauna und so weiter, alles darunter leidet, sobald das Biest eben erweckt wird. Es ist also anzunehmen, dass die Goddess-Clan-Fähigkeiten von Tristan nichts bringen würden gegen die negative Energie des Behemoths. Zeldris ist allerdings zuversichtlich, Percival kommt hier wieder hinzu und Zeldris meint, die Gruppe habe Glück, da sie Percival auf ihrer Seite haben. Und jetzt sehen wir ein bisschen was, was vor 16 Jahren oder vor ein bisschen weniger als 16 Jahren passiert ist, wo Percival das allererste Mal in den Demon Realm kam. Das wurde ja auch in den letzten Kapiteln schon erwähnt, dass Zeldris und Percival sich bereits kennen, dass Percival irgendwie schon mal hier reingekommen ist und wir sehen jetzt das Treffen wirklich. Zeldris enthüllt schließlich, was vor 16 Jahren passierte und wieso Percival mit dem Behemoth bereits in Berührung kam, beziehungsweise wieso Percival nun wieder eine entscheidende Rolle spielen könnte, um das Tor auf dem Behemoth doch zu erreichen. Vor 16 Jahren, am Ende von Nanatsu no Taizai, haben die Seven Deadly Sins den Dämonenkönig vernichtet, was wir ja vor einigen Jahren auch begleitet haben, und dieses Ereignis erweckte den Behemoth, der für Chaos im Demon Realm sorgte. Der Zorn des Behemoths zog über das ganze Land, über Pflanzen, über Tiere und auch über die Dämonen, obwohl sie zuvor vom Behemoth profitierten. Einst hatte der Behemoth schon einmal über den Demon Realm gewütet, also vor sehr, sehr langer Zeit, doch der Dämonenkönig nutzte seine Kraft und versetzte das Biest in einen langen Schlaf,
Daraufhin war dann wieder alles gut. Zaydrus meint also jetzt, dass er vor 16 Jahren, wo der Behemoth wieder aus seinem Schlaf gerissen wurde, wegen dem Besiegen des Dämonenkönigs, diese Kraft vom Dämonenkönig nicht besaß und dementsprechend nicht in der Lage war, das Biest wieder in den Schlaf zu versetzen. Es vergingen also einige Jahre, in denen Zaydrus nichts tun konnte. Er war machtlos. Einige von seinem Volk starben ihm einfach weg. Die Dämonen, die Welt ging den Bach runter und er flog über sein Land, als er plötzlich sah, dass ein kleines Kind von oben in den Demon Realm fiel. Zaydrus rettete das Kind und fand schließlich den kleinen Percival. So hat er ihn also gefunden. Wie Percival letztendlich da reingekommen ist, wissen wir nicht. Ich denke, das wird sich noch erklären. Mal sehen. Es wird auch nicht erklärt, wie Percival aus dem Demon Realm wieder zurück zu seinem Großvater kam. Das wird ebenfalls nicht aufgegriffen. Also schauen wir mal. Ich denke, da werden wir noch Erklärungen bekommen. Bevor wir weitermachen, ist auch interessant anzumerken, wir haben ja damals beim Ende von Seven Deadly Sins auch schon sehen können, dass quasi eine neue Ära eingeleitet wurde, was wir ja jetzt aktuell haben. Der Dämonenkönig ist nicht mehr da, die Supreme Deity ist nicht mehr da. Also die beiden Grundbausteine für die letzte Ära, für die letzte Generation sind nicht mehr da und dementsprechend ist ja die Chaos-Ära eingeleitet worden. Das war ja das Ende von Seven Deadly Sins und wir haben ja nach dem Vernichten oder nach dem Besiegen, nach dem Tod von dem Dämonenkönig gesehen, dass die Welt im Ungleichgewicht war, was der Dämonenkönig ja auch zu Meliodas meinte. Dementsprechend macht es Sinn, was man hier wieder aufgreift, dass man sagt, der Behemoth hat das gemerkt und ist dementsprechend erwacht von diesem Ereignis eben. Zeitlich anzusetzen ist das Ganze wahrscheinlich nach Cursed by Light, nachdem auch die höchste Gottheit auseinandergenommen wurde, also nachdem quasi zwei Säulen der letzten Generation entfernt wurden, auch wenn vorher schon das Chaos und die Problematik angekündigt wurde, aber das Thema rund um den Behemoth wurde halt nie thematisiert. Deswegen denke ich mal, zeitlich anzusetzen ist das Ganze nach dem Cursed by Light Movie, weil Zaydrus auch erst ab da dann richtig mit Gelder im Demon Realm zusammengelebt hat und als König fungierte. Von daher, ich denke, so macht es am meisten Sinn. Zaydrus ist überzeugt davon, dass Percival vom Schicksal hierher geschickt wurde. Er dachte anfangs, dass Percival, also als Baby, in Minuten durch das Miasma des Demon Realms sterben würde und sorgte sich um das Kind, was beachtlich ist für einen Zaydrus, dass er sich um andere Rassen sozusagen sorgt oder um potenziell Menschen sorgt, was ein damaliger Zaydrus nie getan hätte. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass für ihn als Charakter. Er sorgte sich um das Kind und dachte, es würde ihm quasi wegsterben, doch das Miasma hatte auf Baby Percival keinen Effekt. Ebenfalls sorgte das Kind dafür, dass Zaydrus Dämonenvolk wieder an Lebenskraft gewann. Dies ist der Grund, weshalb die Dämonen Percival als Retter und einen von ihnen ansehen. Percivals Kraft drängte die Energie des Behemoths zurück und endlich war wieder Hoffnung im Demon Realm zu erkennen. Eines Tages verschwand Percival nämlich und alle sorgten sich und suchten nach ihm, doch als er dann wieder erschien, sprach Baby Percival davon, dass der Behemoth gegangen sei. Zaydrus erkannte nun, dass das Biest wieder in seinen Schlaf verfiel und Percival die Dämonenwelt gerettet hatte. Das ist damals passiert vor ein bisschen weniger als 16 Jahren, also Percival hatte damals schon den Behemoth in den Schlaf versetzt. Das gleiche, was der Dämonenkönig, der damalige Dämonenkönig sogar konnte, was Zaydrus nicht konnte. Das ist schon ziemlich krass. WTF. Und jetzt ganz aktuell betrachtet ist der Behemoth halt zurück, beziehungsweise wieder aus seinem Schlaf erwacht, quasi ein drittes Mal sozusagen. Den Grund dafür wissen wir immer noch nicht. Ich denke, das wird vielleicht auch irgendwas mit Camelot zu tun haben oder vielleicht mit Percival. Ob Meliodas sich jetzt dessen bewusst war, was damals passiert ist im Demon Realm und welche Probleme Zaydrus hatte, ist eher auch eine Sache, die ich nicht wirklich in Frage stelle, weil ich denke, dass jeder Charakter, der ein Reich regiert in dem Sequel, diese auch alleine bewältigen muss. Ich denke, das haben wir im One-Shot zu Lancelot vor ein paar Jahren gesehen, dass Ban und Elaine alleine damit klarkommen mussten, hard auf hard, dass Lancelot ein paar Jahre eben verschwunden ist. Ich
denke, Leonis wurde darüber in Kenntnis gesetzt und letztendlich ist diese Connection ja gekommen. Aber wir wissen natürlich nicht, was über die Jahre hin passiert ist oder wie Lancelot letztendlich an Leonis trat. Das wissen wir Stand jetzt nicht. Vielleicht wird sowas noch aufgeklärt, vielleicht wird sowas noch komplett enthüllt werden, wenn wir Flashback-technisch viel zu Lancelot noch sehen, aber das nur mal so als Gegenbeispiel. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so die krasse Kommunikation zwischen den einzelnen Reichen sozusagen. Ich denke, die connecten sich, wenn irgendwas krasses passiert. Ich denke, Zeldris kann auf Meliodas zählen, aber ich glaube auch, dass Zeldris am Ende des Tages einfach sein Problem selber und alleine bewältigen wollte. Also letztendlich wurde ja auch eine Lösung gefunden. Vielleicht spricht man jetzt auch einfach nicht mehr darüber. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass Meliodas davon nichts weiß, weil es ja im Vorhinein auch geklärt wurde, dass er öfter mal runtergeht und so weiter. Von daher denke ich schon, dass er das weiß, aber es wird halt nicht so viel darüber geredet, weil das Thema abgehakt wurde durch Baby Percival eben. Die Gruppe ist fasziniert von Percivals damaligen Taten, doch Percival muss sich entschuldigen, da er daran schuld ist, dass der Griff in die Hände von den Chaosrittern kam, was wir natürlich die letzten Kapitel gesehen haben. Donny flippt aus und fragt, was man jetzt tun könne, da die Ritter von Arthur einfach mit dem Griff nach Camelot fliehen könnten und abhauen würden, doch Gelda kommt hinzu und meint, dass die Ausgänge schwer bewacht werden und sie das jederzeit mitbekommen würden, wenn sie abhauen würden, beziehungsweise das Tor auf dem Behemoth für die Chaosritter wäre ebenso unmöglich zu erreichen, da nun auch die Woche der Flammen auf sie zukommt. Ein Ereignis sozusagen, welches zu dieser Jahreszeit in der Nähe des Behemoths stattfindet, bei dem quasi Meteoriten vom Himmel regnen. Zeldris ist sich also sicher, dass der Feind aktuell auch nicht einfach fliehen kann, doch Tristan meint, dass die Ritter von Arthur Male besitzen, über die sie einfach zurück nach Camelot kommen können, was diese Option für sie also wieder möglich macht. Was natürlich mies ist, weil jetzt stellt man sich die Frage, okay, porten die sich alle wieder zurück nach Camelot, nehmen Gawain mit, weil die wurde ja gefangen genommen in den letzten Kapiteln, nehmen die einfach mit, hauen die ab oder bleiben die im Demon Realm, weil die eigentliche Aufgabe es ja war, die Four Knights auseinanderzunehmen. Also hält man sich an den Auftrag von König Arthur und sagt, yo, wir bleiben erstmal noch hier. Ich meine, wir brauchen ja auch noch Gegner. Teilt sich Mordnachs Gruppe vielleicht? Einige gehen zurück und bringen Gawain und den Griff nach Camelot. Und einige bleiben hier. Oder bleiben alle hier. Oder gehen alle zurück. Percival entschuldigt sich erneut, da er vermutlich für eine erneute Versiegelung des Dämonenclans verantwortlich sein könnte. Doch Tristan und Zeldris sind nicht sauer auf ihn, da Meliodas ihm ihr gemeinsames Schicksal anvertraute. Sie werden schon eine Lösung für alles finden, was ich sehr korrekt von den beiden auf jeden Fall finde, dass man Percival da nichts irgendetwas vorwirft. Zeldris sagt auch nochmal, dass jeder Dämon im Demon Realm Percival sein Leben zu verdanken hat. Niemand von ihnen würde Percival jemals so etwas vorwerfen, was ich sehr herzerwärmend fand, sehr emotional, das fand ich echt schön. Percival fängt fast an zu weinen, aber Lancelot haut ihm auf den Kopf und meint, dass er nächstes Mal, wenn er auf seine Gegner trifft, nicht so naiv sein sollte und sie auch besiegen wird. Er sagt quasi dasselbe wie Narsins, nur etwas direkter und setzt sich halt durch. Ich denke, das sollte klar sein, dass Lancelot anders wirkt als Narsins, weil Narsins auch allein schon auf Percival steht, mäßig. Der Percival Squad fragt sich, ob sie dazu in der Lage wären, es mit Arthurs Rittern auch wirklich aufnehmen zu können, und Lancelot meint, sie werden diese Woche nutzen, um hart zu trainieren. Lancelot wird alle von ihnen selbst trainieren, sodass sie um ein Vielfaches stärker werden, und damit endet dieses Kapitel vorerst. Ich sag ehrlich, die Entscheidung jetzt eine Woche zu warten, finde ich ein bisschen fragwürdig, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht oder habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet, aber für das, was wir bekommen, finde ich es nice. Also dass Percival, Donny, Narsins und Anne alle von Lancelot trainiert werden, um ein Vielfaches stärker werden können, das finde ich baba. Hätte man vielleicht schon in Leonis machen können, aber alright, Tristan wird vielleicht die Zeit nutzen und mit Zeldris trainieren, das würde ich auch übercool finden. Man macht also hier vielleicht einen kleinen Trainingsarc. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das mit diesem
Schleier funktionieren soll, weil Tristan ja meinte, ey, die können nur 6 Stunden in dem Demon Realm bleiben. Hält er dann einfach länger an, weil er den dann öfter castet, oder wie sieht das aus? Also das wird hier noch nicht so ganz erklärt, aber ich denke, das sehen wir noch zur Genüge. Und ansonsten ist die größte Frage, die ich aktuell habe, bezogen jetzt auf das Chapter, was die Ritter von Arthur machen. Was Mortlachs Truppe macht. Hauen die ab? Bleiben die da? Wie sieht der nächste Schritt aus? Man könnte sich im Laufe dieses Arcs wirklich Richtung Camelot bewegen, dass man dann sagt, man holt den Griff zurück, man holt Gawain zurück, oder man bewegt sich gar nicht nach Camelot, weil Mortlachs Truppe gar nicht erst diesen Schritt macht. Also da muss man einfach mal schauen, wie es da aussehen wird. Das nächste Kapitel heißt Prüfungswoche, also ich denke, wir werden etwas von dem Training sehen, vielleicht skippen wir auch eine Woche nach vorne, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht von jedem so ein bisschen ein paar Ergebnisse sehen kann, vielleicht wird es auch komplett geskippt und wir sehen dann von jedem in den Fights ein bisschen was, was über die Woche hin passiert ist, weil ich meine, Lancelot hat hier viel Charaktere zu trainieren, ich glaube nicht, dass das alles in einen Chapter passt. Ich denke, der Behemoth wird gar nicht so das große Problem sein, ich habe mir schon sowas in der Richtung gedacht, dass Percival vermutlich irgendwie den Behemoth besänftigen kann oder dass er ihn zähmt oder so etwas, aber er hat das damals ja sogar schon als Baby geschafft, was ich richtig krass finde. Das mit der Magie rund um Percival ist so ein großes Fragezeichen und die Mysterie rund um diesen Charakter ist so gewaltig, das finde ich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Man macht immer mehr Fragezeichen um Percival, das finde ich sehr, sehr nice, weil eigentlich hat die Magie von Percival erst in Chapter 3 oder Chapter 4 richtig stattgefunden und ist erwacht und nicht zu einem Zeitpunkt, wo er schon ein Baby war, weswegen es dann wieder fraglich ist, warum hat es da dann schon funktioniert und beispielsweise in Chapter 1, wo er seinen Großvater verloren hat, nicht. Also da muss man halt wirklich mal schauen, ist es wirklich dann die Magie von Percival? Ist es das, was Percival eigentlich ist? Weil ein Mensch ist er auf gar keinen Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Percival keine Probleme haben wird, den Behemoth wieder rumzukriegen oder wieder in den Schlaf zu versetzen oder vielleicht halt wirklich zu zähmen oder so etwas, dass er den später als riesiges Monster reiten kann oder was? Keine Ahnung. Oder dem Befehle erteilen kann. Das wäre überheftig. Das muss er sich einfach mal geben. Baby Percival hat das gleiche geschafft wie der damalige Dämonenkönig, was Zeldris nicht konnte. Was ein jetziger Zeldris nach 16 Jahren nicht mal kann, weil er ja nicht imstande ist, den Behemoth zu besänftigen. Was ein Percival damals schon im Kindesalter bzw. als Baby konnte. Das ist wirklich krass. Also da bin ich sehr gespannt, was es mit Percival insgesamt auf sich haben wird. Ich denke, wie gesagt, alle Fragezeichen werden nicht beantwortet werden hier in diesem Arc. Aber wir gehen immer mal so stückchenweise nach vorne. Eine Sache muss man aber auch wirklich sagen. Die haben einfach alle Gawain vergessen. Absoluter Disrespect an der Stelle. Ist denen einfach scheißegal. Juckt die gar nicht. Und wenn die am Ende mitgenommen wird nach Camelot, die machen einfach eine Woche Training ohne Gawain. Das ist schon ein bisschen Disrespect. Ich denke, das wird im Laufe der Serie schon ein bisschen mehr miteinander connecten, weil wir auch gesehen haben, dass Gawain eigentlich andere Gedanken hatte, als wie sie sich in der Gruppe äußern kann. Also eigentlich fühlt sie sich ja zu allen Charakteren verbunden, weil sie etwas teilen, etwas Gemeinsames, und innerhalb der Gruppe spricht sie sowas ja eher nicht an oder ist eher distanziert oder eher abweisend, sag ich mal. Also das finde ich sehr, sehr interessant, aber es ist ein bisschen Disrespect, dass sie einfach gar nicht erwähnt wird oder gar nicht thematisiert wird. Ich glaube, in den letzten ein, zwei Kapiteln wurde mal gefragt, hä, wo ist eigentlich Gawain? Und alle so, ja, scheiß auf die. Das fand ich wirklich, wirklich Disrespect, muss man einfach sagen. Aber ich bin gespannt, ja, was Mortlachs Truppe als nächstes tun wird. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu diesem Kapitel gewesen. Lasst mir gerne eure Rückmeldung zu dem Chapter unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!